Wir schreiben das Jahr 2021, die deutschen Schulen sind zu, alle Schüler sind im Distanzunterricht. Dem 11-jährigen Yasin gefällt das überhaupt nicht, denn er vermisst seine Mitschüler und wünscht sich die ganz normale Schule zurück. Das sagt er so seinen Lehrern, worauf die aber entgegnen, dass sie daran leider nichts ändern können, denn sie machen die Regeln nicht. Yasin informiert sich daraufhin, wer denn die Regeln macht und kommt zu dem Ergebnis, dass zu diesem Zeitpunkt eine gewisse Angela Merkel die Regeln macht. Und es gibt nichts Naheliegenderes für ihn, als dieser Angela Merkel einen Brief zu schreiben, in dem er genau das nochmal sagt, dass er nämlich seine Mitschüler vermisst und sich die ganz normale Schule zurückwünscht. Da ist auf der einen Seite Angela Merkel, die zu der Zeit mächtigste Frau der Welt. Da ist auf der anderen Seite der Fünftklässler Yasin. Die beiden kommunizieren nicht auf Augenhöhe. Umso überraschter ist Yasin, als er tatsächlich eine Antwort erhält. Angela Merkel hat ihm zurückgeschrieben, beziehungsweise ihr Büro, und der Junge ist ganz verblüfft. Die Zeitung, in der diese Geschichte abgedruckt ist, schreibt sogar, dass Yasin überwältigt ist von dieser Antwort. Und dabei hat er eigentlich nicht mal die Antwort bekommen, die er eigentlich hören wollte, denn die Schulen bleiben zu. Wenn sich Personen, die irgendwo weit über uns stehen, Zeit für uns nehmen und uns beachten, dann sind wir froh, dann ist das etwas Besonderes. Und ich möchte dich fragen, wie überwältigt bist du, wenn Gott sich Zeit für dich nimmt, wenn Gott dich beachtet? In der letzten Andacht, die ich gemacht habe, ging es um eine Begegnung zwischen Gott und Mose. Und wir sehen an dem Verhalten von Mose, wie wir uns auch verhalten können, wenn wir Gott begegnen. Denn Mose reagiert vorbildlich. Wir haben letztes Mal uns angeschaut, dass er sich zu Boden wirft, auf die Knie geht und Gott anbetet. Und in der heutigen Andacht wollen wir schauen, was Mose dann sagt zu Gott. Wir lesen 2. Mose 34 in Vers 9. Hab ich, Herr, also spricht Mose, hab ich, Herr, Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der Herr in unserer Mitte, denn es ist ein halsstarriges Volk. Bis hierhin. Ja, hab ich, Herr, in deinen Augen Gnade gefunden. Warum sagt Mose das? Ich denke, er sagt es einfach deshalb, weil er Gott begegnet. Ja, wenn Gott sich uns offenbart, dann ist das Gnade, ganz egal, wie er sich offenbart und was er uns zu sagen hat. Vielleicht sitzt du im Gottesdienst und hörst die Predigt und du gehst sogar geknickt aus dem Gottesdienst, weil Gott dich wieder eine Sünde überführt hat, von der du einfach nicht wegkommst. Und du bist schlecht drauf, dir geht es schlecht. Aber auch das ist Gnade, auch wenn du mal harte Dinge von Gott hörst, die du vielleicht gar nicht so gerne hören möchtest. Auch das ist Gnade, denn Gott möchte dich korrigieren. Gott offenbart sich, weil er dich liebt. Der Schöpfer des Universums nimmt sich Zeit für dich und beachtet dich. Und Gott offenbart sich in viele Weisen natürlich durch die Bibel, durch die Predigt, durch andere Menschen, durch die stille Zeit. Und lass uns das nochmal ganz neu bewusst machen. Wenn sich Gott uns offenbart, ja, lass uns das als Gnade empfinden, dass der Schöpfer des Universums, der allmächtige Gott, sich Zeit nimmt für uns, für mich persönlich. In diesem Vers kommt es einem so ein bisschen vor, als ob Gott einen kleinen Finger reicht und Mose sich direkt die ganze Hand schnappen will. Ja, Gott begegnet ihm und Mose sagt sofort: Bleib in unserer Mitte, Herr, wir wollen mehr von dir. Und ich denke, das ist ein guter Wunsch, den Mose hier äußert. Ja, wenn wir Gott begegnen, ist es gut, wenn wir mehr von Gott wollen. Mose begründet das auch, warum er sich das wünscht, dass Gott in der Mitte des Volkes Israel ist. Er schreibt, denn es ist ein halsstarriges Volk. Wenn man sich so die Geschichte des Volkes Israel durchliest, dann kann man manchmal wirklich nur den Kopf schütteln. Denn Israel hat, glaube ich, alle Fehler, die man machen kann, in der Beziehung zu Gott gemacht. Ja, sie sind Gott untreu geworden, so häufig. Sie sind irgendwelchen fremden Götzen nachgelaufen. Haben ihr Vertrauen nicht auf Gott gesetzt, sondern auf irgendwelche Herren, die ihnen Schutz versprochen haben. Aber wenn wir so drüber nachdenken, dann müssen wir natürlich auch einsehen, dass wir auch versagen, dass wir auch manchmal halsstarrig sind, dass wir stur sind, dass wir uns vielleicht Korrektur verweigern. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass Gott auch bei uns ist, dass wir uns das wünschen, dass Gott ganz nah bei uns ist. Ja, vielleicht
auch als Gemeinde, ja. Herr, sei du bitte in der Mitte unserer Gemeinde oder in der Ehe. Herr, sei du bitte in unserer Ehe, sei bitte der Mittelpunkt unserer Ehe. Und natürlich auch ganz persönlich, Herr, sei bei mir, sei in mir drin, korrigier mich. Ja. Gott möchte aber auch neben der Korrektur uns natürlich ein positives Beispiel geben. Und dazu hat er Jesus in diese Welt geschickt, dass er uns ein Leben vorlebt, ein beispielhaftes Leben ohne Sünde, ein Beispiel, dem wir nachfolgen können. Und lass uns das nochmal ganz neu vor Augen machen, dass das wirklich Gnade ist, wenn Gott sich offenbart durch sein Wort, durch andere Menschen. Und dass wir, wenn wir so eine Begegnung mit Gott haben, dass wir dann wirklich festhalten daran, dass wir Gott einladen, näher bei uns zu sein, dass wir auch daran arbeiten, an unserer Beziehung mit Gott. Und ja, ich hoffe, dass dir das schon klar ist und dass dir das jetzt aber auch noch mal ein kleines bisschen klarer wird. Gott segne dich.